Wer zuerst? Falls unser Vater einen weißen Hai eingesetzt hat. Oder einen Schwarm Piranhas. Und sobald Alicia und dir irgendwas zustößt, wissen sie sofort, wer dahinter steckt. Warum beruhigt mich das nicht? Dieses ständige Misstrauen hilft uns doch auch nicht weiter. Ich will endlich mein Leben genießen. Also doch kein weißer Hai im Wasser. Finden wir es heraus? Nach dir. Ihr seid so ein süßes Paar. Sag mal, macht ihr bei der Freiwilligen Feuerwehr eigentlich auch solche Kalender? Wie die Firefighters in New York? Nein, aber keine schlechte Idee. Ich werde Tobias fragen, wenn er wieder zurück ist. Hilfe, Piranhas! Ich rette dich! Was? Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Ich bin schon so gespannt auf deinen Freund. Ja, ich kann es auch kaum erwarten, bis Tobias endlich wieder da ist. Ja, dann weiß ich endlich, auf was für ein Typ du stehst. Tobias. Tobias ist... Tobias. Süßes Lächeln, immer hilfsbereit. Ach komm, du wirst ihn noch ein bisschen besser beschreiben können. Ich hab dir doch ein Foto gezeigt. Straße komme ich mir immer noch vor wie zwei Eistänzer beim Schaulaufen. Selbst wenn wir nur Händchen halten. Endlich. Ja, wo willst du hin? In mein Zimmer. Du bleibst schön hier. Er kann nichts dafür, was dir damals passiert ist. Darüber möchte ich nicht diskutieren. Nicht jetzt und nicht mit dir. Boris liebt dich. Genauso wie du ihn. Auch wenn du es nicht zugeben kannst. Wie ist es gelaufen? Alicia hat ja gesagt. Gratuliere! Was? Du heiratest Alicia? Ja. Glückwunsch! Danke. Ey, und nochmal danke für deine Hilfe. Ehrensache. Ich habe ja jetzt Übung. Warum nicht? Deine Freundin hat eben den Brautstrauß gefangen. Gib Gas. Komm schon, tonight is the night. Huh? Seid ihr bereit? Moment. Ja. Ja. Hier, die letzte Lady fehlt noch. Ja. Eins, zwei, drei. Schon zum zweiten Mal. Das ist schön, ich hab's gewusst. Omi ist doch deine Traumfrau, oder nicht? Feigling. Komm schon, Omi ist deine Traumfrau, oder? Ja. Sie ist meine Traumfrau. Ich hätte gewettet, sie sagt ja. Hab ich nur auf euch beiden Flachpfeifen gehört. Es war doch eine total romantische Idee. Ja, total romantisch. So mit viel zu viel Bier intus, ganz ohne Ring und... Gib mir einen kleinen Schluck auf. Ja gut, das kann natürlich schon ein bisschen abschreckend gewirkt haben.
Und warum hast du dann ihm keinen Antrag gemacht? Oder Boris, du und Tobias? Was hättest du eigentlich gemacht, wenn ich den Brautstrauß gefangen hätte? Ein Heiratsantrag. Oh Mann, ihr zwei, nehmt euch doch ein Zimmer. Das war ja was ganz anderes, also... Genau, außerdem hat ja Romy den Brautstrauß gefangen, zum zweiten Mal. Ja, und das erschien uns wie ein Zeichen. Gute Nacht. Mist! Ja, das war vielleicht unvorbereitet, unromantisch. Aber ich liebe sie. Ich will mein Leben mit ihr verbringen, reicht das denn nicht? Schon süß. Ja, toll. Meine Schwester ist gerührt, meine Freundin war es nicht. Paul, ganz ehrlich, wenn Victor mich so über Stütz gefragt hätte, ich weiß nicht, ob meine Antwort ja gewesen wäre. Wieso? Tja, Victor konnte ganz schön nervig sein mit seiner Sturheit. Ohne sie hätte er jetzt kein Happy End mit Alicia. Er hat sich nie von unserem Vater einschüchtern lassen. Gab's schon wieder ein Schwulenmobbing? Ja, im Gegenteil. Er will später mit mir über die Bewerber für Victors Nachfolge reden. So wie früher. Aber das ist doch gut. Du glaubst nicht, dass das privat auch was ändert zwischen euch. Andererseits, Alicia hat mir erzählt, sie haben über mich gesprochen. Beim Abschied. Wir haben auch über dich gesprochen. Lass mich raten. Jetzt, wo Victor weggeht, ist ihm aufgefallen, wie wichtig ich ihm bin. Und er will sich wieder mit mir versöhnen. Ich glaube, dafür braucht er noch Zeit. Aber er liebt dich. Er kann nur einfach nicht aus seiner Haut. Gib die Hoffnung nicht aus. Wer weiß, ob das mit der Versöhnung noch was wird. Vielleicht hat sie auch recht. Vielleicht sieht dein Vater endlich ein, dass es dumm wäre, auch den zweiten Sohn zu vertrauen. Ja. Das wäre zu schön. Wie geht's dir? Gut. Du bist glücklich? Privat? Hey, das ist jetzt keine Fangfrage. Sehr. Ich bin sehr glücklich. Und du bist dir sicher, er ist... Der Richtige? Ja. Absolut. Wie ein Hollywood-Star. Nur, dass ich absolut keine Lust auf diese Gala habe. Dann ist das Gespräch mit deinem Vater nicht so gut gelaufen? Anfangs schon. Aber in dem Augenblick, wo es um dich und mich ging... Keine Versöhnung. Papa gibt sich Mühe. Aber er kann einfach nicht über seinen Schatten springen. Naja, aber wenn er sich Mühe gibt, dann ist doch schon mal ein Fortschritt. So gesehen. Zwischen mir und Tobias, das ist was Besonderes. Einmaliges. So wie bei dir und Alicia. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Alicia und ich wollten Kinder, eine Familie gründen. Ja, das können wir Liebe tun. Zwischen Männern, jetzt nur mal das eine. Schluss jetzt. Zurück in den Kampf. Ja, sonst komme ich heute gar nicht mehr nach Hause. Ja, und das ist ja wirklich schade, weil... Naja, gib einfach Bescheid, wenn du daheim bist. Das war schief. Und jetzt lächeln, Herr Saalfeld.
love.